Jo, moin moin, Flüchen. Ahoi, liebe Landratten da draußen und willkommen zurück zu James Bond und Bloodstone. So, wir stehen hier wieder vor der Tür, wo es rüber geht zum Casino. Der Ladepunkt war halt hier, also nicht wundern, dass wir kurz zurückversetzt wurden. Ist halt eine neue Aufnahme, ist ja schon so, wie wir nochmal schleichen. Ist hier ergeben. Team Delta in Sektor 2 auf die Post. Charlie, wie ist Ihre Position? Charlie ist unterwegs zu 5S. Patrouilliere die Umgebung, alles ruhig. Okay. Team Bravo, wie sieht es aus? Ihr Bravo sind in Sektor 2. Schauen wir mal, da läuft eine Wache, da hinten läuft auch noch eine Wache. Und offenbar steht hinter dem Pfeiler da hinten auch noch eine. Bravo in Position auf 12S, alles ruhig. Hinter der Wand da hinten? Bravo. Verstanden, Bravo. In Sektor 3 drücken und Patrouille beginnen. Verstanden, Bravo ist unterwegs zu 3S. So, eventuell können wir uns ja den hier gleich schnappen. Was ist das denn? Team Delta in Sektor 2 auf dem Pott. Charlie, wie ist Ihre Position? Charlie ist unterwegs zu 5S. Warte, wo ist jetzt die andere Wache? Da. Alles ruhig. Ja. Kann ich die nicht auch irgendwie Bravo, überspringen? Deckung gehen? Okay, offensichtlich haben sie es weder gesehen noch gehört. Ich dachte eigentlich, konnte man hier nicht auch Leichen irgendwie wegtransportieren? Das wäre viel eleganter noch. Wie weit läuft denn der? Oh, genau. Trupp Delta, Ihr Standort. Team Delta in Sektor 2 auf dem Posten. Charlie, wie ist Ihre Position? Charlie, Moment, das sind noch zwei sein. Patrouilliere die Umgebung. Alles ich sehe die andere Wache nicht. Gott, oh Gott, bitte lass das klappen. Sehr schön. Bravo, Statusaktualisierung. Bravo in Position auf 12S, alles ruhig. Bravo, Statusaktualisierung. Team Bravo, Untersuchung von Bereich 12 beendet. Nichts zu melden. Verstanden, Bravo. In Sektor 3S. Okay, der hier würde sehen, wenn wir den da hinten ausschalten würden. Und der andere guckt ab und zu mal hierher. Trupp Delta, Ihr Standort. Team Delta in Sektor 2 auf dem Post. Untersucher Bedrohung. Oh, bitte sag mir, dass du keine Frage. Alles klar, Nicole. Ich bin im Casino. Lenken Sie Pomerov ab, bis ich sie finde. Okay, James, aber Moment, er kommt. Wie, wer kommt? Wo muss ich jetzt hier weiter? Da hinten. Kann ich die Leichen echt nicht? Jo, ich hoffe einfach mal, dass das Putzkommando kommt hier nicht so häufig vorbei. Kann ich eigentlich auch Waffen irgendwie... Steuerung... Konnte ich die nicht auch irgendwie wegstecken, weil... Vielleicht fallen wir weniger auf, wenn wir ohne Waffe rumlaufen. Steuerung da. Abfeuern, Bewegung, Nachladen. Q ist tauschen. Ich glaube, das ist nicht das, was ich denke. Nee, nicht wirklich. Okay. Sind wir hier immer mit Waffe rum? Ich weiß es nicht mehr. Es ist ewig und 3 Jahre her, dass ich dieses Spiel gespielt habe. Ich weiß nur, man geht doch irgendwann auch durch das Casino. Dachte, dann dürfte man eher keine Waffe tragen, aber... Ich
Ich liebe, was du hier gemacht hast, Stefan. Es ist zum Sterben schön. Von dir nehme ich das als großes Kompliment. Mein Gott, Stefan, das Gemälde. Wie bist du da rangekommen? Das will ich seit Jahren. Okay. Das war, glaube ich, unsere Kollegin, die den anderen gerade ablenkt. Dreh dich jetzt nicht um. Dreh dich jetzt nicht um. Okay. Ich frage mich, was wir dafür kriegen, dass wir hier noch die Queensberry-Regel einhalten. Aber na gut. Vielleicht erfahren wir es ja am Ende der Kette mal. Naja. Assassin's Creed Odyssey, wa? Ne, nicht ganz. Ich glaube, es ist eher was Römisches gewesen. Was haben wir hier so Schönes? Ich glaube, wenn wir das ganze Zeug hier einfach mit... Ah ja, Original, Copy-Paste. Ich frage mich, ob hier irgendwelche Easter Eggs eingebaut sind. Ob in irgendeinem sogar von diesen Wanddingern vielleicht sogar ein klingonisches Butlet hängt? Hm. Okay, wo soll ich denn jetzt hin? Verfluchte Axt. Ich soll da hinten hin? Von mir aus. In Deckung gehen? Ja. Warte mal, kann ich hier vielleicht irgendwie... Ah. Sie brauchen einen Schlüsselcode, um durch die Tür zu kommen. Der Code scheint auf 3 Wachen im Casino aufgeteilt worden zu sein. Jeder hat nur einen Teil bei sich. Ich markiere Ihre Standorte auf Ihrem Telefon. Scannen Sie Ihre Zugangskarten, um den Code für den Lift zu erhalten. Ja, wenn sonst nichts ist, wenn ich Q drücke... Okay, die Waffe ist vielleicht ein bisschen unauffälliger noch. Ich weiß es ja nicht. Ist hier noch eine Waffe? Ach, guck mal, hier ist Veranstalter. Da kriegen wir den zumindest mal relativ. Einer weniger in 007. Nice. Müssen gar nicht auf ganz nah ran. Wo sind die nächsten? Sicherheitschef. Oh. Bei dem ist eine Wache drin. Kontrollpunkt erreicht. Weiß jemand, wann die Spieler ankommen? Keine Ahnung. Es hieß nur, der Raum muss bewacht werden. Das müssen wichtige Leute sein, wenn wir ihre Wache schieben müssen. Ich hab gehört, Pomeroff spielt selbst. Und wie der seine Privatsphäre verteidigt, ist ja bekannt. Ja, daran wird's liegen. Soll ich jetzt allen Ernstes da rein? Okay, bevor wir da reingehen, gucken wir mal, ob wir vielleicht irgendwie noch einen anderen Zugang dazu kriegen. Das ist eigentlich die Leiche, die wir beseitigt haben. Bin ich da liegen müssen irgendwo? Okay, da drüben ist der Manager. Den holen wir jetzt noch zuerst. Vielleicht löst der ja irgendwas aus, dass die Wachen nochmal ein bisschen sich aufteilen. Wo sind der jetzt? Nein, geh nicht weg. Hier geblieben. Wo ist er denn jetzt da unten? Noch einer Bond. Da tut sich rein gar nichts, ne?
unten gibt es keine Tür. Wenn die irgendwie Lärm machen, kommen die dann mal raus. Oh lol. Ich dachte, die würden hier einfach direkt dahinter stehen, aber das tun sie nicht. Speichern und. Ich will nicht beenden. Aber gut, hier war ein Kontrollpunkt irgendwo, habe ich noch gelesen. Okay, okay, okay. Wow. Das war ja mal arschknapp. Oh Gott, kommt der jetzt hier rauf? Gut, kann ich damit leben. Ja. Die anderen haben das nicht mitbekommen. Ach Gott, haben wir jetzt Schweineglück, ey. Da hinten läuft nur eine Wache den Gang auf und ab, ne? Die anderen zwei, hier links ist auch nichts mehr. Gucken uns eigentlich nicht an. Der hinten ist nur ultra schnell, der bleibt halt 0,0 stehen. Uns hier irgendwie drüber. Eh überspringen, okay. Da hier. Fahren Sie mit dem Aufzug zu Pomeroffs. Okay. Ah ja, genau. Die zwei sind vorhin in so einem Fahrstuhl. Das war's, 007. Sie haben alle nötigen Daten, um Pomeroffs Lift zu betreten. Ja, danke. Das ist das einzige Casino, was ich kenne, was keine 1000 Kameras hat. Komm hier. Was steht da? Break Glass, achso. Ja, ne? Fahren wir mal in den Fahrstuhl. Der zuckelt ganz schön rum, der Fahrstuhl. Da wird mir ja schlecht werden bei. Kontrollpunkt erreicht. Okay. Soweit so einfach. Munition? Wo geht's denn jetzt raus? Ach, das ist die Tür, ne? Musik sagt mich jetzt irgendwas nicht in Ordnung. Du solltest wissen, dass man den Jackpot nicht knacken kann, ohne ein paar Chips zu setzen. Ah, ja. Risiko kann gehen. Was ist das? Das ist ein goldenes Ticket. Stimmt das? Das ist so wahr, Stefan.
fahren. Deckung, Junge. Nur ein Wort. Ja. Die Tür können Sie nicht hacken, 007. Sie hat ein eigenes System. Suchen Sie einen anderen Weg. Kein Risiko, kein Gewinn. Was ist das? Das ist ein goldenes Tuch. Stimmt das? Das ist so wahr, Stefan. Okay, keine Wachen. Auf dem Balkon? Oh, sehr schön hier. Die Aussicht hätte ich auch gern. Okay, ja, nun. Oh, warte mal. Wenn man die Zahlen ansieht, ist das doch ein sehr attraktives Angebot. Nachts ist jedes Angebot verführerisch. Ah ja. Aber wie macht es sich bei Tageslicht? Stefan. Wie viel, Nicole? Stefan, gerade du solltest wissen, dass man den Jackpot nicht knacken kann, ohne ein paar Chips zu setzen. Das soll dich stören, ne? Kein Risiko, kein Gewinn. Was ist das? Das ist ein goldenes Ticket. Also, die hätten den Leuten vielleicht mal ein bisschen mehr Texte geben können, weil man braucht ja hier irgendwie, Stefan, schon ein bisschen länger, um mal die auf die Lösung zu kommen. Ja. So, warte mal. Sind sie jetzt hier rein oder da rein? Ich kann nicht um die Ecke. Okay, ich würde sagen, gehen wir mal hier rein. Ziel aktivisiert. Knacken Sie Pomorovs Safe. Der wäre wo? Wahrscheinlich das da. Naja, ich bin ja da. Oh shit. Moment, D, A, D. Okay. Mach mal gerade, ey. Solche Geschicklichkeitsdinger sind überhaupt nicht meins, ne? Worum ging es bei dieser Forschung? Das wissen Sie. Es ging um Anthrax und Pocken. Um Gegengifte zu entwickeln, die man bei einem biologischen Angriff einsetzen kann. Könnte man sie militärisch einsetzen? Als Waffe statt als Heilmittel? Nein, nein. Warum sind die Dokumente dann kodiert? Das wissen Sie. Ich habe zu Hause gearbeitet. Wie lautet das Passwort für das USB-Laufwerk? Wie kann ich den Code knacken? Halt! Stopp! Ich sag's Ihnen. Danke. Ach, come on. Ich wusste, dass ich gleich in den Raum soll. Überprüfen. Vielleicht gehen sie ja wieder. Oh, das ist blind geschossen, ey. Da bist du. Thank you.
für mich auf den einen. Nicole, wo sind Sie? Draußen, was ist passiert? Das Casino wurde geschlossen. Gehen Sie zum Wagen. Fahren Sie vorne vor. Vielleicht haben die Bleichen. Was haben Sie vor? Das Blatt zu unseren Gunsten wenden. Okay. So wird's im Personaltrakt hier, ja. Warte, ich muss nachladen. Danke sehr. Hab ich gerade durch die Wand geschossen? Halt nur auf die Schuhe mit uns. Ja, wie viel kommen denn da noch? Halt mal irgendwann noch mal vorrücken. Keine Ahnung, ob das vielleicht sonst endlich nicht greifen ist. Und der ist vielleicht voll, aber kriege ich die anderen Waffen hier vielleicht auch noch. Sehr nice. So, ein Bond geht natürlich mal so gelassen, wie es geht. Alter, gehst du jetzt mal in Deckung. Also ich hoffe, diese Säule hier hält stand, nicht, dass es am Ende so aussieht wie bei Matrix sein soll. Oh, da ist er. Aus. Was ist das? Ist die Wölfe aus dem Hintergrund oder? Haben wir alle? Waffenmunition. Gucken wir mal, was wir hier noch mitnehmen können. Nicht raus.
Naja. Mhm. Ach, die Mutter beschützt ihre Babywölfe, oder was? So, Mann, hier geht's raus. James, ich habe den Wagen vor dem Casino. Wo sind Sie? Bin unterwegs. Machen Sie sich bereit. Alle? So, sieht aus, ob den Safe haben wir. Oh Gott. Wie sind es jetzt auf einmal wieder so viele, oder? Jetzt hier zum Scannen. Jesus. Shit, wir haben keine Munition mehr für die Pistole. Architekt des Casinos. Büste von Christophe Loral, dem Architekten der Casino, der das Casino 1868 erbauen ließ. Es beherbergte die Reichen und Berühmten und steht für Überfluss und Wohlstand. Kürzlich wurde es vom russischen Geschäftsmann Stefan Pomerov für eine unbekannte Summe gekauft. Okay. Naja, gut. Haben wir auch diese Info mal wieder mitgenommen. Komm mal vor, ey. Ich will doch nur gucken, ob hier was zum Scannen ist. AK-74. Dann nehmen wir doch mal die. Die haut ja mehr rein, glaube ich auch. Die letzte Sekunde. Hier, hoffentlich ist es trocken genug für Sie. Was trinken Sie? Das gleiche. Pur. Ich stehe nicht auf Mädchendrinks. Bond, sind Sie da? Ja, ich bin hier. Nicole, würden Sie 007 und mich einen Augenblick entschuldigen? Das ist streng geheim. Natürlich, kein Problem. Wir können reden. Was haben Sie rausgefunden? Wir haben die Dokumente übersetzt, die Sie in Pomerovs Büro fotografiert haben. Die meisten waren wohl Rechnungen für hochkomplexe Chemieproduktionsgeräte. Der Lieferort war eine Chemiefabrik in Sibirien, die er vor kurzem wieder in Betrieb genommen hat. Dann ist es klar. Man hat Tedworth gefoltert, damit er das Passwort für seine Forschungsdaten verrät. Er arbeitete an Gegenmitteln zu Anthrax und Pocken für die Armee. Aber man könnte sie auch als Waffen einsetzen. Das befürchten wir. Nein, das befürchtet die ganze Welt. Sie müssen herausfinden, ob das alles stimmt. Halten Sie ihn auf. Vielleicht kann Ihnen Miss Hunter bei Ihrer Suche assistieren. Ja, ich spreche mit ihr. Gut. Viel Glück, Bond. Fertig? Ich muss mir Pomerovs Fabrik in Sibirien ansehen. Em hat vorgeschlagen, dass Sie mir dabei assistieren.
Ich brauche einen Flug, Bodentransport, einen Kontakt vor Ort und... Moment, Moment, nicht so schnell. Ich habe Pomerov gesagt, dass ich auf sein Geschäftsangebot zurückkomme. Die perfekte Tarnung für uns beide in der Fabrik. Für uns beide? M sagte assistieren und nicht begleiten. Wie soll ich Sie denn bitte sonst nach Sibirien bringen? Lassen Sie mich raten, ein Freund von Ihnen hat ein Flugzeug? Kann ich bitte mit Rudolf sprechen? Warum überrascht mich das nicht? Sie werden es lieben. Es hat eine Dusche, einen Weinkeller und ein riesiges, rundes Bett. Ja, ich warte. Was? Was soll denn dieser Blick? Sie werden alles für sich haben. Ich sitze im Cockpit und fliege.